Liebe Toastmaster, liebe Gäste, ist bei euch eigentlich alles in Butter? Wart ihr schon mal so richtig auf dem Holzweg? Und die wichtigste Frage unter uns Toastmastern: Würdet ihr für einen anderen hier eure Hand ins Feuer legen? Willkommen im Mittelalter. Viele der Redewendungen, die wir heute so selbstverständlich verwenden, stammen aus dieser Zeit. Ich möchte euch zeigen, wo diese ursprünglich hergekommen sind, was sie früher bedeutet haben und was sie häufig auch noch heute bedeuten. Dafür möchte ich euch unseren neuen Freund Josef vorstellen. Josef ist ein leibeigener Bauer im 13. Jahrhundert. Und diese Leibeigenschaft, die hat einige Nachteile für ihn. Zum Beispiel muss er 30% der Waren, die er produziert, an dem Adeligen, dem er eben untersteht, abgeben. Darauf hat er überhaupt keine Lust mehr. Und er hat einen Plan. Der Plan heißt: Stadtluft macht frei. In den Städten dieser Zeit gab es nämlich eine neue Regel. Wer es dort ein Jahr aushielt, ohne dass der Adlige kommt und die Leibeigenschaft einfordert, der wurde von dieser befreit. Die Stadtluft machte einem also tatsächlich frei. Eines Morgens macht er sich also auf den Weg. Nur, wie hat er jetzt die Stadt überhaupt gefunden? Also ich wäre ohne Navigationssystem aufgeschmissen. Auch hier hat er einen einfachen, aber genialen Plan. Der Plan heißt: immer der Nase nach. Während wir heute immer der Nase nach eher benutzen, um zu sagen, dass es geradeaus geht, ging es damals um etwas anderes. Die hygienischen Zustände in den Städten, die waren katastrophal. Und so konnte man die Städte wirklich schon kilometerweit riechen. Immer der Nase nach bedeutete also wirklich, dem Geruch zu folgen. Zum Glück musste er nicht die ganze Strecke laufen. Es kam eine Kutsche vorbei und nahm ihn mit. Es war eine holprige Kutschfahrt. Es ging von links nach rechts, von oben nach unten. Die Wege waren nicht gesichert, die Kutsche nicht gefedert. Ihm gegenüber, da saß ein Händler mit einem großen Fass. Und während sie so rumwackeln, da fragte er den Händler: Ist alles gut bei dir? Und der Händler sagt: Bei mir ist alles in Butter. Alles in Butter, das kommt daher, weil man damals zerbrechliche Ware in flüssige Butter gegossen hat. Die Butter wurde fest und so war die Ware sicher, auch auf so einer holprigen Kutschfahrt. Ho, 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 jetzt ist Josef fast von seiner Bank gefallen. Warum bremsen wir plötzlich? Wir sind doch mitten im Wald, denkt er sich. Er schaut raus. Er weiß, was los ist. Wir sind auf dem Holzweg. Früher hat man große Bäume mitten im Wald gefällt. Und diese Transportwege, diese Schleifspuren, die konnte man schon mal verwechseln mit einem richtigen Weg, aber das war eine Sackgasse. Aufwendig mussten sie die Kutsche auf diesem Holzweg wenden und weiter ging die rasante Fahrt Richtung Stadt. Als sie endlich angekommen sind, war Josef müde, er war erschöpft, er konnte nicht mehr. Aber als er in die Stadt ging, da blühte er wieder auf, weil hier gab es so vieles Neues zu sehen, was er überhaupt nicht kannte vorher. Zum Beispiel auf dem Marktplatz, da hielt plötzlich neben ihm ein großer königlicher Reiter. Und dieser Reiter, der überbrachte eine Botschaft, ohne vom Pferd abzusteigen. Da erkannte Josef etwas. Der hält ja eine Stegreifrede. Man nannte früher den Steigbügel am Sattel Stegreif und da es die Reiter immer eilig hatten, stiegen sie eben gar nicht erst ab, um ihre Botschaft zu überbringen. Und so war die Stegreifrede geboren. Was man diesen Reitern nachsagt, was hoffentlich nicht für eure nächste Rede gilt, ist: Sie hatten nicht immer gute Nachrichten und sie konnten sich natürlich, wenn sie auf dem Pferd bleiben, schneller dem Zorn der Bürger entziehen. Aber das war jetzt alles nicht so relevant. Josef, seine Existenz stand ja noch auf dem Spiel. Was sollte er machen? Wo sollte er arbeiten? Er fragte sich durch und Tatsache, ein Schmied nahm ihn auf. Er konnte dort die nächsten Monate leben und arbeiten. Was er dabei am liebsten machte, war, die Waren auf dem Markt zu verkaufen. Denn da gab es ja immer so vieles Neues zu sehen. Eines Tages zum Beispiel sah er einen Gerichtsprozess unter einer großen Linde. Der Richter war sich nicht sicher. Angeklagter, was machen wir mit dir? Ich verhänge ein Gottesurteil. Du legst deine Hand ins Feuer. Wenn sie verbrennt, bist du schuldig und der Grad der Verbrennung entscheidet über deine Schuld. Wenn sie nicht verbrennt, bist du unschuldig, denn dann ist Gott auf deiner Seite. Ha, das kann sich Josef nicht länger mit anschauen. Als ob die Verbrennung nicht schon Strafe genug ist. In letzter Zeit beschäftigt ihn sowieso die ganze Zeit etwas anderes, eine neue Leidenschaft.
Das ist die Schmiedkunst. Er möchte das lernen und verbringt Tag und Nacht mit Hammer und Amboss. Das Jahr ist jetzt auch fast rum. Er hat es fast geschafft. Die Freiheit ist so nah. Doch dann kommt es, wie es eben kommen muss. Der Adlige kommt in die Stadt und sucht seinen entflohenen Leibeigenen. Er fragt sich durch und natürlich kommt er irgendwann auch an der Werkstatt vorbei. Er schaut sich um und er sagt zum Meister: Ich sehe vier Gesellen. Darfst du überhaupt so viele ausbilden? Er wartet gar nicht auf eine Antwort vom Meister und will schon losstürmen. Josef erkennt in diesem Augenblick die Stimme. Zum Glück ist er zur Tür abgewandt und weit weg. Er wird nervös, versucht das aber zu unterdrücken, während er arbeitet. Der Adlige kommt näher, doch der Meister macht einen geschickten Schachzug. Er springt vor den Adligen und schüttelt etwas aus dem Ärmel. Aus dem Ärmel schütteln. Das ging damals, weil die Kleidung wirklich weit war. Wichtige Dinge konnte man direkt am Körper transportieren. Was der Meister da hervorschüttelte, war eine Urkunde. Die belegte, dass er so viele Gesellen haben durfte, wie er eben wollte. Das musste auch der Adlige einsehen und zog mürrisch von dannen, ohne Josef erkannt zu haben. Das war der letzte Stein, der in Josefs Weg lag zu seiner Freiheit. Das Jahr war vorbei, die Stadtluft machte ihn tatsächlich frei. Was bei euch jetzt hoffentlich so ist, ist, dass alles in Butter ist und dass ihr euch nicht mehr so von mittelalterlichen Sprüchen auf den Holzweg führen lasst. Aber das Wichtigste ist, passt auf, für wen ihr eure Hand ins Feuer legt. Es könnte eine heiße Angelegenheit werden.